und schon sind wir beim abschließenden Vortrag dieses ersten Praxistag-Vormittags beim Finish sozusagen. Womit wir auch schon mitten im Thema sind. Jetzt nämlich geht es um Beschichtung mit System, anschaulich dargestellt von Claudia Max-Heine, Geschäftsführerin und Inhaberin des Oberflächenspezialisten Range und Heine GmbH. Da die Holzfensterbranche verstärkt eine ganzheitliche Einbindung der Lackieranlagen in den Unternehmensprozess fordert, rücken Themen wie Anlagenplanung, der Einsatz von Lackierrobotern, die Effizienzsteigerung der Beschichtungsprozesse und das Handling von Daten aus den Lackierprozessen immer stärker in den Fokus. Claudia Max-Heine geht auf wichtige Elemente der Anlagenplanung, das Thema Lackierroboter für alle, Prozesse rund ums Lackieren sowie die Integration in den Gesamtprozess ein. Hinzu kommt die Darstellung von Leitrechnerlösungen zur Steuerung von Oberflächenanlagen. Das ist viel. Hallo und herzlich willkommen, Frau Max-Heine. Wir sind sehr gespannt, was effiziente, moderne Oberflächentechnik im Detail bedeutet und wie sie realisiert werden kann. Bitte schön. Hallo, Herr Nerdemann. Vielen Dank für die Einladung auch zu der spannenden Veranstaltung heute. Und ich freue mich, dass ich in Kürze, 20 Minuten haben wir Zeit dafür, Ihnen einen Überblick gebe, was denn im Thema Oberflächenanlagen und Automatisierung sich getan hat in den letzten Jahren. Man muss ehrlicherweise sagen, das Thema Oberflächenanlage, das war in der Automatisierung in der Vergangenheit immer sehr stiefmütterlich behandelt. Ja, die Werkzeugmaschinenhersteller, die ganzen Holzbearbeitungshersteller waren da schon viel weiter. Auch die Prozesse in diesem Bereich waren schon viel weiter fortgeschritten, während wir in der Oberfläche uns lange Zeit noch mit dem Handlackieren und dem Tauchen befasst haben. Aber da hat sich einfach die letzten 10 Jahre unheimlich viel getan. Und ich möchte Ihnen gerne einen Überblick geben, wie wir das als Range und Heine darstellen können, welche Anforderungen wir hier gegenüberstellen und was die Kunden denn heute von uns wünschen. Ja, mein Name ist Claudia Max-Heine. Ich bin Geschäftsführerin und Gesellschafterin der Firma Range und Heine. Wir sind spezialisiert auf das Thema Beschichtungsanlagen für Holzelemente. Beschichter sind hier seit bald 30 Jahren im Markt unterwegs. Es gibt um die 600 Lackieranlagen von uns in ganz Europa. Und wir haben permanent Kontakt mit vielen Fensterbauern, Türenbeschichtern, die eben mit neuen Anforderungen auf uns zukommen. Und wir versuchen einfach als Lösungsanbieter hier auch die aktuellen Anforderungen bedienen zu können. Für uns als Generalunternehmer steht immer die gesamte Lösung im Vordergrund. Ich werde nachher ganz kurz über das Thema Anlagenplanung sprechen. Wichtig ist für Sie zu wissen, Sie haben mit uns einen Ansprechpartner, der alle Themen rund um die Beschichtungsanlage bedient, der als Generalunternehmer die Anlage sowohl plant als auch liefert, als auch aufstellt, als auch später im After-Sales betreut und für Sie über die gesamte Lebenszeit eine Anlage, die ganz häufig 20 Jahre oder mehr ist, auch für Sie zur Verfügung steht. Die letzten 30 Jahre waren eigentlich geprägt in dem Thema Holzelementebeschichtung von einer sehr starken Entwicklung. Das ganze Thema begann damit, dass die Fensterhersteller von Lösemittellack auf Wasserlack umgestiegen sind, dass wir entsprechend die Verfahren entwickelt haben, die diesen neuen Anforderungen gerecht werden. Sei es nun Rückgewinnungssysteme oder aber auch Flutanlagen. Das waren die ersten leicht automatisierten Anlagen, die hier zum Einsatz kamen. Ab vor 10 Jahren ungefähr kam dann das ganze Thema Lackierroboter langsam hoch. In der Zwischenzeit muss ich sagen, Lackierroboter sind von dem Markt nicht mehr wegzudenken. Und führen auch dazu, dass die ganze Automatisierung enorm gesteigert hat. Aber über den Lackierroboter hinaus
kommt heute das ganze Thema Datenverarbeitung, Digitalisierung immer stärker in den Mittelpunkt der Anlagen mit dem Ziel, dass einfach weniger Menschen die Anlagen betreuen, dass ich aber gleichzeitig auch mit mehr Informationen aus den Anlagen rechnen kann, dass ich wirtschaftlicher produzieren kann in Summe und eben die Prozesse effizienter gestalten kann. Grundsätzlich sprechen wir mit Elementeherstellern, die auf sehr hohe Qualität setzen, die komplexe Geometrien einsetzen, egal ob die Fenster oder die Elemente am Einzelteil oder am Rahmen beschichtet werden. Unsere Lösungen müssen alles abdecken. Und das Thema Farbwechsel und Flexibilität, das ist hier ein Beispiel aus einer Anlage, eine Roboterlackieranlage, mit bis zu 40 Farbwechseln am Tag, da darf es keine Grenzen mehr geben. Ja, es ist absolut hohe Flexibilität gefordert vor dem Hintergrund, den Markt und die Bedürfnisse des Holzfenstermarktes optimal bedienen zu können. Im Rahmen der Anlagenplanung versuchen wir, sehr individuelle Prozesse und Konzepte für die Kunden zu entwickeln. Wichtig ist es dabei, dass wir nicht nur für große Unternehmen arbeiten, sondern unser Thema ist es wirklich, dass wir den kompletten Markt bedienen. Das heißt, wir richten Lackräume ein für handwerkliche Betriebe, die eher eine kleine Räumlichkeit haben, bei denen es nicht um hohe Kapazitäten geht, sondern wo vielleicht nur 5 bis 10 oder vielleicht bis zu 20 Fenstereinheiten pro Tag produziert werden und die Prozesse auch noch eher isoliert bestehen. Das muss dann nicht immer der Lackierroboter sein, da haben wir auch häufig noch Handspritzstände. Die Flutanlage ist schon so ein Thema, was bei den meisten Betrieben hier im Standard auch bereits zum Einsatz kommt. So, unsere Kernkunden kommen eigentlich aus dem Mittelstand. Das ist auch das, was wir an der Branche besonders mögen. Inhabergeführte Betriebe, wo wir wirklich teilweise über Jahre hinweg mit den Inhabern, mit den Produktionsleitern zusammen auch an einer Planung arbeiten, dass wir eine möglichst gute, passende Lösung für die Unternehmen finden, die dann auch jahrzehntelang zum Einsatz kommt und immer wieder weiter ausgebaut werden kann. Hier sprechen wir von einer mittleren Fläche. Häufig steht hier schon im Mittelpunkt, dass vielleicht auch eine neue Halle gebaut wird für eine Oberflächenanlage. Kapazitäten zwischen 20 und 60 Fenstereinheiten pro Tag. Das ist immer ganz wichtig, wenn wir von Kapazitäten sprechen. Bei der Anlagenplanung geht es darum, sich wirklich zu überlegen, wie viele Fenstereinheiten werden fertig produziert in einer Schicht oder in zwei Schichten im Industriebereich dann. Ja, und darauf muss die Kapazität einer Anlage ausgelegt sein. Im Mittelstand kommen dann schon Gedanken hoch, wie kann ich denn die Prozesse, das heißt den vorgelagerten Prozess der Holzbearbeitung als auch den Prozess der Endbeschichtung miteinander mit der Beschichtung verknüpfen? Wie kann ich da Daten übermitteln, um möglichst das Handling zu erleichtern? So, für die Industrie kommen natürlich ganz andere Anforderungen auf uns zu. Wir sprechen hier von Kapazitäten über 60 Fenstereinheiten pro Tag. Eine der größten Anlagen, die wir realisiert haben, die kann 350 Fenstereinheiten am Tag produzieren. Natürlich ausgestattet nicht nur mit 1 oder 2 Robotern, da sprechen wir schon von einer größeren Anzahl Automatikspritzanlagen. Grundsätzlich geht es aber darum, alle diese Planungen müssen sehr individuell sein, müssen zu den Betrieben passen, müssen in die Prozesse hereinpassen. Und wir haben insbesondere im Industriebereich die Anforderung, dass wir natürlich die Beschichtungsanlage eng mit der Holzbearbeitung verknüpfen, mit dem Ziel, dass dann, wenn die Rahmen verpresst werden, direkt aufgehängt wird und dass die Teile nach der Beschichtung auch direkt in die Endfertigung weiter transportiert werden. So, die Konzepte sind natürlich immer räumlich bedingt. Klar, bei einigen Konstellationen ist das nicht so einfach möglich, aber durch das Thema Datenhandling versucht man, das entsprechend positiv zu unterstützen. So, für all diese Arten von Betrieben, das heißt für den gesamten Markt der Holzelemente, Beschichter,
bieten wir Lösungen an und versuchen hier auch wirklich individuell auf den Einzelfall immer einzugehen. So, ich habe jetzt nicht im Detail Folien vorbereitet über das Thema Flutanlage, Trockner. Ich möchte Ihnen hier, denn das hat sich alles im Markt etabliert, das kennt jeder. Eine Besonderheit, was wir natürlich im Standard machen, ist, dass wir die Teile, die Bereiche Fluten und Spritzen miteinander verknüpfen. Dadurch werden die Teile in der Regel gerade aufgehängt und nach dem Fluten zum Abtropfen automatisch schräg gestellt. Wir puffern die Teile auf, wir befeuchten die Bereiche der Schrägstellung, um so ein optimales Ablaufverhalten auch zu gewährleisten. Und das hat Riesenvorteile für die Qualität der Teile, denn letztendlich es geht nicht nur darum, möglichst eine Kapazität zu erreichen, sondern das auch mit der höchstmöglichen Qualität. Und ein sauberes Abtropfen der Teile nach dem Fluten ist ein wesentliches Merkmal dessen. So, die Bereiche sind eingehaust, sehen Sie hier an dem Beispiel auf den Bildern. Wir befeuchten die Bereiche, wir haben definierte Abtropfzeiten und nach Ablauf der Abtropfzeit werden die Teile wieder gerade gestellt und gehen dann in einen Trocknerbereich. Ein wesentliches Element der Anlagenplanung. So, was sich in den letzten Jahren in der Anlagenplanung herauskristallisiert hat, ist natürlich, wir sprechen hier von einer Holzelementebeschichtung. Holz ist ein Material, das kommt aus unserer Sicht nicht ohne manuelle Bearbeitungsschritte aus. Das heißt, ich muss den Mitarbeitern einer Beschichtungsanlage die Möglichkeit geben, manuell eingreifen zu können. Das ist insbesondere das Schleifen oder nennen wir es besser die Kontrolle. Denn die meisten Fensterhersteller versuchen natürlich auf das richtige Schleifen weitestgehend zu verzichten und maximal eine Zwischenkontrolle zwischen den einzelnen Beschichtungsvorgängen durchzuführen, um manuelle Arbeiten zu reduzieren, aber auch um Qualität zu steigern. Denn häufig sehen wir auch Situationen, in denen durch ein zu viel Schleifen auch wieder bestimmte Beschichtungsvorgänge negativ beeinflusst werden beziehungsweise Beschichtungen herabgeschliffen werden. So, dass die komfortablen Arbeitsbereiche im Schleifen wird bei uns Fördertechnik unterstützt. Das sind dann Bereiche, die in der Regel im Mittelstand so ausgestattet sind, dass sie mit ein oder zwei Mitarbeitern bestellt werden können. Wir haben Schleifwände, wir haben Muxeng-Stationen, sodass die Mitarbeiter bequem, ohne dass die Teile abgehängt werden müssen, die Teile bearbeiten können. Im industrielleren Bereich kommen mehr Arbeitsstationen zum Einsatz. Das ist natürlich abhängig auch von der benötigten Kapazität des Kunden. Bei diesem Kunden hatten wir 8 Arbeitsplätze fürs Schleifen vorgesehen. Tatsächlich in Betrieb sind überwiegend 4 Arbeitsplätze. So, die Schleifplätze sind mit einer Schleifabsaugung ausgestattet, sodass der Schleifstaub nicht einfach nur auf den Boden fällt, was ja wiederum eine Gefahr auch für andere Bereiche der Beschichtungsanlage darstellt, wo die Teile gerade trocknen. Das heißt, Staub in der Luft ist immer ein Thema, dass ich dann wieder mangelnde Qualität häufig habe, weil der setzt sich an der Fördertechnik ab, der setzt sich auf den zu trocknenden Teilen ab. Aus dem Grund versuchen wir, möglichst staubfreie Bereiche zu generieren über eine Schleifstaubabsaugung. Und auch hier komfortable Arbeitsbereiche für die Mitarbeiter, wo wir die unterschiedlichen Höhen in diesem Beispiel jetzt nicht mit einer Huxeng-Station, sondern über eine Treppe entsprechend ausgleichen, sodass sowohl die oberen Teilebereiche bei hohen Teilen als auch die Standardbereiche komfortabel bearbeitet werden können. Diese Station halten wir schon für sehr wichtig vor dem Hintergrund, wir möchten hohe Qualität produzieren. Wir möchten, dass da tolle lackierte Teile aus den Anlagen herauskommen. Dann muss es auch die Möglichkeit einer Kontrolle geben. Ich hatte eingangs bereits erläutert, das Thema Lackierroboter hat sich komplett durchgesetzt.
Wir sind seit 10 Jahren im Thema Lackierroboter in der Fensterindustrie unterwegs. Wir haben über 100 Lackierroboter installiert in ganz Europa bei unseren Kunden, haben aktuell viele Kunden, die vor 10 Jahren den ersten Roboter gekauft haben, wo wir jetzt Nachrüstungen machen, um die Anlage zu erweitern oder noch eine zweite Anlage daneben stellen. Man muss wirklich sagen, da hat sich natürlich unheimlich viel getan. Als wir vor 10 Jahren damit angefangen haben, war das eine Technik, die noch in den Kinderschuhen steckte, die natürlich, 80% der Teile abgedeckt hat, aber durchaus auch noch mit kombiniert mit dem Handspritzen wurde. So in der Zwischenzeit kann ich guten Gewissens sagen, was die Teilegeometrien angeht. Ich hatte Ihnen vorhin ein Bild gezeigt von einem Kunden, der 40 Farbwechsel am Tag macht. Das ist ein Großkunde von uns mit einem sehr komplexen Teiledimensionen, Teilegeometrien, der allen Ansprüchen genügen muss. Der hat seit über einem Jahr, seit Installation der Anlage, nicht einmal die Handspritzpistole in die Hand genommen. Wir können alle diese Geometrien über den Lackierroboter abbilden. Natürlich muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Das ist ein bisschen kundenindividuell. Die Kunden werden von uns geschult. Wir unterstützen hier in dem Thema. Das ist nicht innerhalb von 1-2 Wochen für so ein breites Programm einprogrammiert. Aber über die Zeit hinweg geben wir dem Kunden die Möglichkeit, sich wirklich auf seine individuellen Geometrien einzufahren und wirklich alle Teile und alle Geometrien über den Lackierroboter abzubilden. Die Bedienung des Lackierroboters ist sehr einfach. In der Regel wird der Lackierroboter wirklich von den Leuten bedient, die auch früher von Hand beschichtet haben. Das ist ein ganz wichtiges Thema für uns gewesen. Wir haben uns am Anfang schon ein bisschen schwer getan mit welchem Roboterlieferanten arbeiten wir zusammen, welcher Lackierroboter passt am besten in die Branche, haben uns dann für CMA entschieden und entwickeln jetzt auch seit 10 Jahren auf Basis unserer Kundenprojekte die Software mit CMA zusammen weiter und haben hier, glaube ich, in der Zwischenzeit ein tolles Paket, was super für den Fensterbau passt und was sehr einfach zu bedienen ist und beherrschbar ist für unsere Kunden. So, den Beschichtungsroboter gibt es in der Regel mit der 2D-Plus-Erkennung. Das ist ein wichtiges Thema. Wir sprechen ja im Fensterbau nicht von Serienfertigung. Der Roboter muss das ablackieren, was am Haken hängt. Das heißt, wir müssen immer wieder durch einen Scanner fahren. Der Scanner erkennt die Teile, erkennt die Position der Teile, erkennt die Größe der Teile, er erkennt, wo ist Holz. Und in Kombination mit der richtigen Robotermodalität wird dann daraus ein Roboterprogramm entwickelt. Im Industriebereich haben wir auch einige Installationen mit 3D-Scanner gemacht. Das Ganze wurde für die Schweiz entwickelt. Dort hatten wir einen Kunden mit komplexen Fenstergeometrien, komplexen Aufhängesituationen. Die Teile hingen nicht sauber an der Traverse. Der Roboter musste immer auch die Lagen der Teile ausgleichen. Dieser 3D-Scanner ermöglicht es uns, das Teil komplett zu erfassen in allen 3 Dimensionen und hat eine größere Datenverarbeitungsmöglichkeit und ist noch einfacher in der Einstellung der Geometrien, ist aber wirklich überwiegend im Industriebereich eingesetzt. Die Erkennung ist nicht über eine Lichtleiste, sondern über SIG-Sensoren, die in diesem Fall immer wieder das komplette Bild des Werkstückes darstellen. Es handelt sich hier um eine optische Teileerkennung. Hier ein Bild so einer Anlage ist trotzdem nicht unbedingt sehr platzbenötigend, also wir kommen da auch mit kleinem Platz aus. Der Scanner wird vor dem Kabineneingang positioniert und ermittelt eben das Bild vom Teil. So, als dann das Thema Roboterlackierung eigentlich bei uns durch war, haben wir uns doch wieder mit Themen befasst, wo wir eigentlich herkommen als Rang und Heine. Und das ist das Thema effizientes Lackieren, effiziente Lackausnutzung.
So, dadurch, dass unsere Kunden heute die Anforderungen stellen, einer maximalen Flexibilität, ist das Thema Lackrückgewinnung tatsächlich in den Hintergrund gerückt. Vor dem Hintergrund der Farbwechsel. Es gibt nicht mehr diese Hauptfarbtöne, bei vielen Kunden zumindest nicht mehr, sondern das Ziel ist es eigentlich, jeden Farbton zu spritzen, unabhängig von der Reihenfolge. So, aber ein anderes Verfahren, das wir jetzt seit einigen Jahren sehr gut in den Markt gebracht haben, ist das Thema Airmatic. Wir temperieren hier die Zerstäuberluft. Man muss dabei wissen, wir als Rang und Heine spritzen Lackierroboter im Airmix-Verfahren. Das heißt, wir haben immer Lack mit Luft gemischt. Die Zerstäuberluft wird dieses Verfahren temperiert. Turbulenzen werden heruntergefahren. Und damit habe ich den Effekt, dass mein Sprühstrahl, der ohne die Airmatic sehr diffus ist und auch einen hohen Overspray-Anteil in den oberen und unteren Bereichen aufweist, gerichtet ist und mehr Lack aufs Teil bringt. Das heißt, ich kann mit einem niedrigeren Lackdruck die gleiche Menge aufs Teil bringen und habe eben die Möglichkeit einmal eines schöneren Oberflächenverlaufs, denn durch den leicht erwärmten Lack passiert durch die Druckluft, verläuft der Lack auch besser, der geht auch besser in die Poren der Werkstücke rein. Insbesondere im Thema Meranti hat das für Rieseneffekte gesorgt. Und zudem kann ich den Lackdruck runternehmen, was natürlich mit einer Lackeinsparung einhergeht. So, wenn wir jetzt aus dem Thema Roboter hinausgehen, wird es für uns immer wichtiger, die Prozesse zu verknüpfen. Die Kunden möchten eben die Beschichtungsanlage nicht mehr isoliert betrachten. Sie möchten vom Aufhängen bis zum Abhängen Holzbearbeitung, Endfertigung miteinander verknüpfen, sodass es unsere Anforderung ist, die Fördertechnik auch in die vor- und nachgelagerten Bereiche weiterzuziehen. Hier sieht man ein Beispiel, da haben wir die Fördertechnik bis in die Endfertigung weitergezogen. Das heißt, die Kollegen aus der Oberflächenbeschichtungsanlage haben nichts mit dem Abhängen der Teile zu tun. Das passiert direkt in der Endfertigung. Damit erspare ich mir auch das lästige Wagen zwischen den Abteilungen hin und her schieben. Ist sehr einfach fördertechnikmäßig lösbar. Es muss natürlich die räumliche Gegebenheit dafür da sein. So, wir sprechen hier heute über das Thema Digitalisierung. Wie ich anfangs gesagt hatte, ist meine Meinung, in einem vorgelagerten Bereich, vor allem der Holzbearbeitung, waren die Fensterbauer schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt sehr weit im Thema Digitalisierung. Wir kamen da mit dem Thema Beschichtung relativ spät, weil auch die Automatisierung relativ spät kam, die letzten 10 Jahre eben. So, wir sind aber jetzt an einer Schwelle zum Schritt in Richtung Industrie 4.0. Das heißt, früher wurden die Prozesse eher isoliert betrachtet. Das Maximale an Digitalisierung war es eigentlich, in der Roboterkabine hatte ich eine Kamera, die dann entsprechend den Prozess überwachte. Aber natürlich konnte ich hier keine Daten oder irgendwas herausnehmen. So, wir haben jetzt seit ungefähr 5 Jahren befassen wir uns intensiv mit dem Thema, Lösungen entwickelt, sowohl für den Mittelstand als auch für die Industrie, die den kompletten Beschichtungsprozess überwachen, die es ermöglichen, eine Datenübernahme für die einzelnen Teile an die Beschichtungsanlage, sei es nun, mit welchen Farben wird geflutet, mit welchen Farben wird am Roboter lackiert, welche Modalität wird verwendet und auch die gesamte Darstellung des Prozesses, um einzelne Prozessschritte nachzuvollziehen. Hier ein bisschen schneller rüber, weil wir schon ein bisschen fortgeschritten sind mit der Zeit. So, in der Industrie sieht das Ganze komplexer aus. Industrie heißt natürlich auch mehr Beschichtungsanlagen. Das ist hier ganz konkret ein Beispiel aus Frankreich. Wir haben dort 4 Roboter installiert, 3 Flutanlagen. Der gesamte Prozess wird computergesteuert überwacht. Die einzelnen Bereiche, sei es Trockner, Abtropfen, Raum allgemein, wird temperaturmäßig erfasst, wird feuchtigkeitsmäßig erfasst. Der Bediener und der Produktionsleiter können immer nachvollziehen, in welchem Bearbeitungsschritt befindet sich gerade eine Traverse, wo ist gerade ein Engpass, brauche ich irgendwo an einem Kontrollpunkt, wo jetzt Mitarbeiter sein müssten, stapeln sich da gerade die Traversen, muss man da einen Mitarbeiter hinschicken. Also ich kann den Prozess sehr effizient steuern in der Gesamtanlage. Wir haben für
vielleicht das jetzt noch zum Abschluss zu diesem Thema, bei diesen Leitrechnersystemen eine Anbindung in der Regel an das Kundensystem, sei es nun die gängigen Systeme, CLAS, 3E, Kantor, Prologic, haben wir hier die Erfahrungen gesammelt, haben Systeme angebunden, übernehmen Daten aus diesen Systemen und haben natürlich auch die Möglichkeit, hier entsprechend Daten wieder zurückzugeben aus der Beschichtungsanlage. Die Anlagen sind individuell konfiguriert. Es gibt individuelle Anforderungen, auf die wir auch eingehen. Wir haben ein Basismodul, das hier entsprechend für die Kunden erweitert wird, auch mit unterschiedlichen Bausteinen, die dazu gebucht werden können oder nicht. Das ist ein Produkt von Rang und Heine. Das kann man mit unseren Beschichtungsanlagen dazu kaufen. Da gibt es immer ein individuelles Pflichtenheft für so ein Thema, das dann mit den Kunden zu erarbeiten ist. Jetzt über diese Folien etwas drüber, weil wir sind ja mit der Zeit schon relativ fortgeschritten. Ein wichtiges Thema zum Schluss ist für mich nochmal zu erwähnen, mit den Anlagen, die wir konzipieren für unsere Kunden, ist es uns wichtig, Holzelemente von sehr hochwertiger Qualität zu erstellen. Ja, Qualitätsmerkmal muss ganz oben sein, neben der Kapazität, die muss auch natürlich erreicht werden, aber die Qualität darf da nicht drunter leiden. So, wenn man jetzt die Gesamtprozesse sich anschaut, wir haben jetzt unterschiedliche Schritte miteinander betrachtet, zum Schluss die Leitrechnerlösung. Trotzdem reden wir vom Thema Holzelementebeschichtung. Und Holzelementebeschichtung heißt eben in dem Fall, ich habe es mit einem Material zu tun, das immer wieder manuelle Eingriffe benötigt. Aus dem Grund sind wir auch der Meinung, dass so eine Anlage niemals als komplette Blackbox-Anlage laufen kann. Ich brauche irgendwo einen Schreiner, der weiß, was er tut, wie Holz zu bearbeiten ist. Ich brauche auch den guten Wartungs- und Servicetechniker beim Kunden oder Schlosser, der sich in der Anlagentechnik auskennt, neben demjenigen, der natürlich das ganze Datenhandling für so eine Anlage unter sich hat. Und jetzt möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich bin am Ende meines Vortrages angekommen und hoffe, dass es für Sie interessant war und freue mich auf Ihre Fragen. Ja, liebe Frau Max-Heine, herzlichen Dank. Der Holzfenstermarkt erfordert allerhöchste Flexibilität auf Anlagenseite, haben Sie gesagt. Und vor dem Hintergrund, dass jeder Ihrer Kunden anders ist und dennoch immer allerhöchste Qualitätsansprüche gestellt werden, ist das sicher eine sehr, sehr große Herausforderung für Sie als Anlagenbauer. Vielen Dank für die hochinteressanten Einblicke in die Welt der Oberflächenbeschichtung von Bauelementen, / Holzelementen. Sie haben das ja ein bisschen erweitert, dieses Thema ganz bewusst, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Folgende Frage. Lackierroboter haben sich bei der Fensterbeschichtung in den letzten Jahren im Grunde zur Standardtechnologie entwickelt. Würden Sie diese Aussage so stehen lassen? Absolut. Also das ist ein Thema, also unser Slogan ist Lackierroboter für alle. Und das ist auch das, was ich ganz klar jedem Fensterbauer mitgeben möchte, der vielleicht heute noch Angst hat vor dem Thema und Sorgen hat, das passt nicht für ihn. Also wir sind wirklich in diesem Thema Fenster tief unterwegs in der Branche und wir haben tatsächlich bei Kunden Lackierroboter installiert, die 5 Fenster am Tag lackiert haben. Ja, aber die gesagt haben, sie finden den Lackierer nicht mehr, der ihnen das eigentlich qualitativ hochwertig macht. Und dann musste der Chef zum Schluss ran. Ja, und dann war der Lackierroboter für ihn eine tolle Möglichkeit zu sagen, Mann, ich bin hier flexibler. Er bedient heute den Roboter, zum Not zumindest, wenn der Hauptbediener nicht da ist. Aber es ist sehr einfach in der Bedienung und es hilft natürlich, dass sich die Kollegen, die andere Aufgaben haben, vielleicht auf das konzentrieren, was wirklich wichtig für das Unternehmen ist. Und die Beherrschbarkeit dieses Systems ist wirklich so, dass man sagen kann, in jeder Unternehmensgröße findet man jemanden, ohne dass man jemanden neu einstellen muss, der auch die Technik beherrschen wird. Also im Grunde unterstützt das, was wir vorhin schon gehört haben, dem Fachkräftemangel auch erheblich was entgegensetzen zu können und ja die Kompetenz der Fachkräfte einfach an anderer Stelle dann möglichst nutzbringend einsetzen zu können. Ne?
Ganz genau. Dann wird ja Oberflächenbeschichtung oder das Thema Oberflächenbeschichtung sehr gerne mit dem Begriff, ich sage es jetzt bewusst so allgemein, Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht. Vielleicht in aller Kürze die Frage an Sie, was bedeutet das stichwortartig auf den Lackierprozess heruntergebrochen und wie trägt Range und Heine dem Rechnung? Ja, das ist eigentlich ein Thema, da könnte ich jetzt ganz groß ausholen, denn Sie wissen auch, wo wir herkommen eigentlich. Nennen wir mal Kulak und Prolak etc., da kamen wir mal her. Also Lackrückgewinnung, ich habe es vorhin im Thema Ermatik mal kurz angeschnitten, das Thema. Ich werde immer wieder gefragt, warum machen wir denn keine Lackrückgewinnung mehr? Ja, weil der Markt hat sich komplett gedreht. Als wir vor 30 Jahren gestartet sind, wurden weiße Fenster produziert. Ja, da hat man große Linien für weiß gemacht und alles, was nicht weiß war, das wurde mal separat gemacht. Da konnte das Thema Farbwechsel, natürlich spielte quasi keine Rolle. Da war Lackrückgewinnung sehr einfach möglich, weil ich brauche einfach einen gewissen Anzahl Teile, um Lackrückgewinnung zu machen. So, heute geht es uns um eine effiziente Lackausnutzung und die Vermeidung von Abfall. Das ist einmal dieses Thema, wie spare ich Lack bereits an der Pistole ein? Das ist unser Thema Ermatik, dass ich mit weniger Lackdruck arbeite, weniger Overspray habe, den Sprühstrahl und den Lack wirklich aufs Teil bringe. Das nächste ist das Thema Filter, möchte ich ein Thema bringen. Wir setzen in der Regel in all unseren Anlagen Ecola-Vorabscheidersysteme ein. Das sind Polypropylenplatten, die das überschüssige Lackmaterial auffangen. Das wird nicht zurückverwertet, aber bevor die Verbrauchsfilter, die dahinter gelagert sind, erst gefüllt werden, habe ich erst 60% vom Overspray auf den Polypropylenplatten. Das wird als Hausmüll entsorgt, sodass ich Filter einspare. So, und dann zum Thema automatischer Farbwechsel am Roboter mit geringem Spülwasserbedarf sind oder auch in der Flutanlage mit einer hohen Lackausnutzung sind das Themen, die uns eigentlich täglich reinspielen. Und ich bin aber der Meinung, nachdem die Automatisierung jetzt so weit fortgeschritten ist in der Branche, wir werden uns tatsächlich jetzt auch wieder mit diesem Thema Rückgewinnung beschäftigen. Denn es kommen wieder Anfragen dazu und die muss halt flexibler gestaltet sein als früher. Aber ich bin der Meinung, der Markt ist heute, nachdem der Automatisierungsschritt gegangen ist, wieder in der Lage, da wieder weiterzudenken vielleicht auch. Ja, und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr da auch über neue Konzepte sprechen können. Wir haben da schon einiges in den Köpfen. Also man hört schon raus, in diesem Thema steckt noch jede Menge Potenzial und ja, vielleicht lohnt ja ein Besuch Ihres Messestandes in Hannover auch deswegen, weil man da mit Ihnen auch zu diesen Dingen ins Gespräch kommen kann. Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Frau Max-Hein, es gibt keine Fragen mehr. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken nochmal. Schicke herzliche Grüße zu Ihnen und danke fürs Dabeisein heute. Vielen Dank, Herr Nerdemann. Schöne Veranstaltung wünsche ich Ihnen noch. Tschüss.